Willkommen zurück, LS17. Ach, der macht das ja sogar weg, sehe ich gerade. Ach, natürlich macht das weg, es war ja kein Job Straw. Ja, okay, da habe ich nämlich irgendwie scheiße gepflügt, da habe ich glatt eine Strecke übrig gelassen. Okay, dann ist da ein bisschen schlecht, ja. Da wird gerade Raps drauf gesät, Feld 4. Was haben wir noch? Ja, hier geht es noch weiter. Da ist gerade der Mais fertig geworden. Der wird mir in die Futterproduktion, in die Saatgutproduktion noch geschmissen werden. Und ansonsten mal gucken, wo wir ihn noch reinballern können. Den lassen wir jetzt mal seine Runden ziehen. Ich hoffe, der schafft es. Weil das kommen jetzt dann die schrägen Flächen. Mal gucken, ich habe ihm so ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe sie ihm ein bisschen vorgearbeitet. Oh mein Gott. Ja, was ich unbedingt noch brauche, ist viel, viel mehr Kartonpaletten. So geht es natürlich auch. Ja. Nicht. Alles, was ich da jetzt so mistig rumschiebe, muss natürlich jetzt noch in den Anhänger. So ein Sheet. So. Ja, nee, ist klar. Hallo, Bau. So. Okay. Haben wir das. Ich glaube, es waren echt jetzt, weil ich möchte mal diese wenigstens die Kartoffelproduktion zum Laufen bringen. Ich weiß nicht, ob ich Bock auf die Tiere habe, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auch immer noch gespannt, was mit dem Leli und den Schweinen ist. Das wird nämlich absolut nix. So. Wie war es denn bei der Öre? Ich brauche erstmal noch mehr, viel mehr Paletten überhaupt an Raps. Also an Speiseöl. Ja, wie viel sieht es denn aus? Ein paar Kartonpaletten? 51%. Leerpalette habe ich ein paar hingebracht. Kartonpaletten müssen da fast nochmal hin. Ja, dann bringen wir die halt mal zur Kartoffelfabrik, ne? Waschanlage. Hä? Was rede ich? Mein Gott, zum Ölfabrik. Oh, ist der schmutzig, ey. Ich muss den waschen. Oh, Alter, sieht der aus. Den muss ich waschen. Was? Wird eine Stelle... Ach, Junge. Wer wird blockiert und welches Objekt? Mein Gott. Da geht noch was, okay. Ja, ich hätte es jetzt einfacher haben können. Na, egal. Ach so. Und warum müssen wir da hinfahren? Warum können wir nicht einfach geradeaus weiterfahren? Du bist nicht fertig. Ich habe dir nicht gesagt, dass du da runterfahren sollst. Du sollst erstmal deine Linien fertig fahren. Das hast du nämlich nicht getan, du kleiner Wichskopf. Hier ist deine Linie und nicht irgendwo da runterfahren. Hat dir niemand befohlen. Hier geht's weiter. Erstmal. Was machst du hier? Was blockiert dich denn hier bitte? Wüsste ich jetzt schon mal gerne. Was soll das? Ja, okay, ich mach's selber, komm. Bevor ich mich lange rumärgern muss und einen Anfall krieg, einen Ausflip, ich mach's selber. Dein Lohn für heute ist gestrichen, Junge. Kannst vergessen. Kriegst was zu essen, das war's. Mehr hast du dir heute nicht verdient. Blöd, Mann. Ja, der Flug ist natürlich pervers, ne? Also das ist krank. Aber so für initial, habe ich gesagt, nehme ich dir mal ab und zu. Natürlich, nachher das zweite Pflügen mache ich wieder ganz normal. Nur, dass wir mal vorwärts kommen. Ich glaube auch, ich werde erstmal die Tiere weglassen einfach. Ich werde auf der Karte jetzt mit den Kartoffeln noch spielen. Das mache ich noch. Die Kartoffeln eben, dass die mal laufen auch. Ich werde das noch ausprobieren, das ist okay. Und ansonsten muss ich echt mal schauen. Naja, Ende Juni haben wir bald. Vielleicht läuft ja dann schon die Porta Westfalica. Und dann ganz ehrlich, dann verzichte ich auf die NF-Marsch. Sie ist nett, sie ist echt cool gemacht, aber sie hat auch einfach zu viel Schwachsinn. Und das heißt nur Paletten, Paletten, Paletten. Und das ist deswegen nervig. Da habe ich irgendwann dann keinen Nerv mehr zu. So, der gute Kamerad mit seinem Flug, der in den Himmel ragt, der kann jetzt... Ja, es ist ja eigentlich auch von der Optik her, ne, von der Textur her, ist ja klar, es ist nur ein Grubber. Aber er hat halt Flugfunktion. Na gut. Lemken Gigant, ein bisschen größer gezerrt und naja, blöd texturiert oder so, und dann passt schon. Autos sehen immer noch aus, die nerven mich eh bloß, die Mistkrüppel. Na, mal schauen, dann werden wir vielleicht auch mal wirklich bald demnächst die Saxonia anfangen.
gepflügt müsste jetzt sogar alles sein. Ja, Feld 6 habe ich jetzt gerade fertig gemacht. Da kommen dann noch Zuckerrüben drauf. Wenn der Helfer, was weiß ich, wie er heißt, jetzt im Moment ist er egal, auf Feld 4 mit seinem Saat fertig ist, Raps, kommen da auf Feld 6 und da kommt drauf Zuckerrübe, ne? Weil direkt gegenüber ist die Zuckerfabrik. Nordzucker. Ich habe erst wieder gekauft von Südzucker. Lecker Gelierzucker. Marmelade ist fertig. Sommer ist gesichert. Naja. Gekauften Scheiß kannst du nicht fressen. Schmeckt nach nix. Voll ekelhaft. Dabei haben die angeblich nichts anderes drin als ich. Früchte, Zucker und Zitronensaft. Mehr habe ich in meiner Marmelade auch nicht drin, aber meine schmeckt zehnmal besser. Also irgendwer lügt. Vielleicht auch ich, vielleicht habe ich Geschmacksverstärker drin, ne? Vielleicht speise ich ja Glutamat in meine Marmelade, könnte das sein. So, du bleibst jetzt mal da stehen. Ach, tanken hättest du auch noch können? Naja, nee. Lass mal. So. Da warten wir auch noch, ob wir dich noch abtanken. Du produzierst noch, ja, weil da ist noch genug Mehl drin. Wunderbar. Den kriege ich nicht untergebracht. Das, da müsste ich mal das, erstmal auch die Gestart, die Gärreste rausnehmen. Und ich müsste, ne, die Gärreste könnte ich zur Kläranlage fahren. Und ich müsste mal mit einem anderen Schlepper die Silage raus tun. Das wird langsam einfach zu viel. Muss ich ja eh noch raus tun, weil ich muss ja das ganze Gebäude versetzen. Mal wieder. Wenn ich ja, dann auf Version 2.6 wechsle. Was ich eigentlich schon irgendwo mal vorhab. Es kotzt mich zwar an und naja, was soll's. Warte mal, so wie ich das sehe, hat der jetzt da was übrig gelassen. Das muss ich mal kurz beobachten. Das muss ich nämlich, glaube ich, selber nachsehen schnell. Der ist da oben zu spät, zu früh gestoppt oder hat zu früh wieder angefangen. Zu spät, so rum. Er hat gestoppt, richtig, aber hat viel zu spät wieder angefangen. Ja, da hat überhaupt eine Lücke gelassen. Da muss ich, okay, muss ich nacharbeiten. Kriegt er auch nicht hin. Ah, oh, meine Güte, ey. Ja, komm, fahr zu. Wenn wir das auch noch fertig kriegen hier, dann fahren wir noch ein bisschen Drescher und dann soll es das auch für diese Folge wieder gewesen sein. Ich habe gerade gedacht, da ist ein Heli auf dem Bildschirm. Dabei ist da Staubfleck auf einem scheiß Bildschirm. In der NF-Marsch fliegt kein Heli. Das gibt es, glaube ich, in der Saxonia. Nee, ist ein Düsenjet, aber ich weiß. Der Heli steht da nur und rattert mit den Rotoren. Ja, das muss man nacharbeiten. Und irgendwo war noch eins, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist da hier natürlich auch. Das hat er ja komplett vergessen. Mein Gott, was hast du denn da gemacht? Pissnelke. Das ist nicht normal, ey. Verlass dich auf andere und du bist verlassen, echt. Aber wer weiß, wie lange wir überhaupt noch LS zocken. Weil die Tech-Demo ist ja draußen, habe ich ja kurz ein kleines Video dazu gemacht. Es gibt davon genug Demos, mir ist das egal. Ich habe nur kurz mal reingeschaut, einfach um zu wissen, was ich bezahlt habe. Ja, okay, funktioniert. Kettle und Crops, ne? Wir können also wahrscheinlich getrost mal auf den LS verzichten. Hä, willst du mich verarschen? Ach so, ich habe eine. Das war sinnvoll. Schalt mal aus, heb mal hoch. Irgendwo habe ich jetzt voll den Mist gemacht. Boah, ich habe es genau falsch rum gemacht. Warum eigentlich? Bin ich mit gesenkter Sämaschine hier übers Feld geblödelt oder was? Bin ich so doof? Ja, manchmal schon. So, jetzt runter. Okay, jetzt ist es definitiv gesenkt und jetzt einschalten. Danke, los geht's. So, ein Blödsinn. Das Schöne an der Sämaschine im Gegensatz zur Düngermaschine ist, die verbraucht nur, wenn sie auch wirklich was einpflanzt. Auch Dünger, nur dann, wenn sie was einpflanzt. Das ist okay. Weil die Düngermaschine, wenn der anlässt und die düngt, wo schon gedüngt ist, scheißegal, die düngt dann einfach weiter und verbraucht weiter die ganze Zeit Dünger. Ist natürlich toll. Nicht. Ja. Ne, da ist die Frage, ob ich überhaupt noch groß auf Saxonia oder sonst was anfangen oder ob ich dann vielleicht sogar im Sommer, naja, gut, im Sommer noch nicht. Da sind noch keine Karten da, glaube ich. Außer die Deathmap. Nee. Nee, okay, wir werden dann doch noch ein bisschen LS zocken. Stimmt schon, passt schon, alles gut. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch LS zocken. Ja, doch, machen wir. Also ich. Für die 2-3 Zuschauer hier.
könnte auch mehr mit Lenkrad fahren, aber ach. Für so einfache Arbeiten. Wo sich's richtig lohnt eigentlich ist beim Wiesemähen, weil da kriegst du viel schönere Spuren hin. Irgendwo draußen raucht gerade schon wieder einer, voll ekelhaft, ey. Ganze scheiß Zimmer riecht schon wieder nach Rauch. Dabei lüftet man eigentlich, man lüftet, hahaha. Ha, ha. So, und jetzt nochmal die letzte Spur da. Und dann passt es. Das ist so ein Blödsinn. Und jetzt darfst du dann auch wieder normal weiterfahren. Hoffe ich. Ein paar Bahnen schaffst du ja dann, ne? Blöd, Mann. Das ist furchtbar, echt. Das ist wie so ein großer Kindergarten, den ich ständig beaufsichtigen musste, ey. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre wirklich Chef, ich würde ja einen Anfall kriegen, ey. Mit solchen Arschkrampen hier. So, sieh zu. So, dann darfst du auch wieder runterfahren. Schaffst du das richtig oder lässt du dann Lücken? Weißt du was, ich glaube, ich werde dich kurz stoppen da oben und werde dir nochmal neu ansetzen mit leichtem Abstand. Ich bin mir nicht sicher, ob das uns eine Lücke lässt, der Depp. Der Depp, der Depp. Ja, von mir aus kannst du gar noch kurz wenden. Ach, komm, das schaffst du eh nicht. Haha, oder? Kriegst du das hin? Dann weiß ich nämlich auch gleich, ob ich nur weiterschicken kann. Ja, okay, doch, es geht. Gerade so. Den zittert er dann rum. Am Schluss. So, stoppen. Ja, Lohnzahlungen. Du verdienst überhaupt keinen Lohn. Eine Pappnase. Lohn ist gestrichen. Kannst du dir zurücküberweisen, die 1000 Euro, du Knallkopf. Spinnst wohl ein wenig. So, ja doch, das passt. Hier schicken wir jetzt einen Helfer los. Na, warte mal. Ein Stück zurück. So, hier schicken wir einen Helfer los. Okay, jetzt darfst du weitermachen. Gut. Ja, den brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Hier haben wir meinen Ladewagen, den habe ich gerade geputzt. Ja, das weiß ich noch nicht, ob das ein sinnvoller Kauf war, der Überladewagen, oder ob ich lieber hätte einfach einen kleineren kaufen sollen. Vielleicht gibt es kleinere oder so. Oder kann man das absenken? Nee, kann man nicht, da konnte man nichts absenken. Ach shit, verdammter. Naja, mal gucken, ob das sinnvoll wird. Ja, das wollte ich eben, wie gesagt, zur Ölfabrik fahren, aber jetzt haben wir eh noch keinen Raps, jetzt ist noch nicht so eilig. Jetzt brauche ich den hier. Der wird mir jetzt noch ein bisschen den Mais hier runterdreschen. Den habe ich schon vor Gewende gefahren. Jetzt schickt man den Helfer los. Das müsst ihr eigentlich hinkriegen. Helfer sind zwar Affen, aber das müsst ihr hinkriegen. Ja, das sind die zwei, drei Stängel, die da noch stehen. Die sind mir egal, ehrlich gesagt. Die sind mir echt ein wenig zu blöd, wegen jedem Scheiß. Dann noch stoppen. So. Junger Mann. Einweisung auf dem Gerät haben sie. Legen sie los. Und spätestens eine Viertelstunde ist das Feld unten. Dankeschön. Tschüss. So, wir könnten. Jetzt mal den schnappen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wegen dem blöden dickes Tatzeug. Ach, da steht ja aber auch noch ein Band. Oh Mann, ey. Weg damit. Ich habe hier alles chaotisch hingestellt. Ja. Es wird spaßig, wenn ich nachher wirklich wieder mit Mais befüllt die Silage. Die Bunkersilos hier. Das wird toll. Fahrsilos. Was ich will, ist das da. Aber nicht hier, sondern oben. Und dann bringen wir es in die Kläranlage. Was? Häckselgut. Sag mal, willst du mich ein bisschen verarschen? Naja, aber null. Passt schon. Ach, du rechnest vorne die. Oh mein Gott. So, los geht's. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Ach, wir brauchen keine Angst vor Autos haben. Es sind ja keine da. Ha! Fällt mir gerade wieder ein. Aber der ist so geil, da fahre ich gerne mal so. Vielleicht sogar mit Lenkrad. Das ist ja sogar angeschlossen. Na gut, die Pedalerie benutze ich jetzt mal nicht, aber... Uiuiuiuiuiui, meine Frames. Ja gut, das hat man vorhin erst davon. Es ist witzig, aber die 79 scheint nicht so ganz klar zu kommen im LS17. Und wenn man dann noch hergeht und hat ja sogar einen Rückwärtsgang an, geil. Wenn man dann eben noch hergeht und hat sie doch auf ziemlich high stehen, was ich glaube ich habe, ja, dann geht er halt in die Knie. Dann wird das alles nichts.
Ja, man kann halt weicher lenken. Wenn ich mich ein wenig bemühen würde, könnte ich es bestimmt noch schöner, aber naja. Wozu sind gerade keine Autos unterwegs? Das Einzige, was ich nicht möchte, ist in meine Felder fahren. Da drüben blüht der Raps. Jetzt ist die Frage, was mit Feld 1? Na, das ist kurz vor Feld 2. Das wird auch nicht viel weiter sein. Ne? Das können wir vergessen. So, dann möchte ich nämlich jetzt an diesem Übernahmeding fahren. Dann holen wir uns den Sheet ab und fahren den zur Kläranlage. Man könnte theoretisch auch die Gärreste verkaufen. Ich glaube sogar an der BGA oder irgendwo. Ich denke ja, da kann man ja auch Mist verkaufen. Und Gülle. Müssen wir mal gucken. Könnte man, glaube ich, mal schauen. Aber ach, ab in die Kläranlage, dann kriege ich noch Wasser raus. Ist doch besser. Scheiß drauf, da kommt kein Auto. Hoppala. Hoppala. Hä? Ach so, jetzt habe ich zu lang drauf gedrückt, jetzt ist das Ding ausgegangen. Hallo? Mach mir bitte wieder da mein Dingsbums an, du Pappnase. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Normalerweise geht es doch, wenn ich... Hallo? Hä, was ist denn jetzt? Jetzt müsste ja eigentlich die Steuerung wieder normal sein und das ist sie aber nicht. Ich will kein Gerät zuerst auffüllen, ich würde jetzt ganz gerne... Ach, muss ich dafür auf den Trecker? Eigentlich doch lange die Leertaste, dann ist es doch wieder in Ordnung, oder? Oder muss ich noch irgendwas dazu drücken? Ui, wie habe ich das jetzt geschafft? Weil jetzt geht natürlich auch das. Normale Lenken geht auch nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt ist IC an, das nützt mir ja nichts. Ach, er reagiert generell nicht. Ah, er spackt mal wieder rum. Cool, und mein Geld rast gerade runter. Okay, super, er hat sich aufgehangen. Ich möchte nicht wissen, wo mein Autosave ist. Ah, bis gleich. So ein gutes hatte das natürlich. Also erstmal habe ich jetzt gesehen, dass das Video schon wieder lang ist. ja, ich kann hier früher anfangen, das zu korrigieren. Er hat mir nämlich ganz schön was geklaut an Zeit. Schön. Klasse. Ja. Gut, wir haben aber dann den großen Fehler nicht, dass er hier gleich eine riesen Lücke hat oder was. Das haben wir nicht, weil ich das jetzt schon korrigiere. Ist halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Naja, was soll's. Oh, einschalten. Ja, wie gesagt, Sämaschine ist einfach geil, weil verbraucht, auch wenn ich auf anhabe und fahre, aber über gesät ist oder wo nichts gesät werden muss oder kann, verbraucht sie kein Saatgut und kein Dünger. Das ist halt das Schöne irgendwo an der Sämaschine, finde ich jetzt in dem Spiel. Reell müsste es so sein, dass ich trotzdem rausballer. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie realistisch ich mir einstelle, wenn Cattle & Crops dann letztendlich in den Release kommt, in den Early Access erstmal richtig. Im Moment gibt es ja nur die Tech-Demo. Wenn das interessiert, ich habe da mal kurz reingeguckt. Ich habe nicht die Teststrecke gemacht und nichts. Ja. Da muss man einfach dazu sagen, das habe ich alles nicht. Wenn ihr euch das angucken wollt, guckt es beim Carbon an oder beim Gardarol. Die haben das alle gemacht. Lars sind alles, genauso wie ich, Bäcker. Die haben das, also nicht Bäcker, die Brot backen, sondern wegen Backup liefern. Ja. Wir haben dem Studio Geld gespendet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die zwei bedeutend mehr Kohle gespendet haben und eine bessere Version haben als ich. Egal. Ich finde es schön, dass was ich gegeben habe, ist eine nette Geste. Ich möchte, dass sie das versuchen. Ich bin nicht restlos überzeugt davon, dass das klappt, aber ich habe da durchaus eine Hoffnung, dass das klappen kann. Ja, und ich habe eben nur mal kurz reingeguckt, wie sieht es denn aus mit dem Boden, wenn der sich bewegt oder wenn man da drüber fährt oder wenn ich da mit dem Grupper reinknall. Ja, ist ganz schön. Grafisch sieht es nicht schlecht aus. Ich würde sogar behaupten, besser als der LS, ganz ehrlich. Vor allem die Natur, die Landschaft, das sieht besser aus. Auch wenn die Leute gemeint haben, oh, reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Hey, erwartet mal keine FPS-Grafik. Es soll bloß ein Simulator sein. Das muss nicht die super Grafik haben wie, was weiß ich denn, ein Stalker zu sein. Naja, ein Stalker war zu seiner Zeit schon veraltet. Ein Metro, ein Call of Duty, ein neues oder scheißegal, wie sie alle heißen. Es ist bloß ein Simulator. Mach mal halblang. So, jetzt schickt man den los und jetzt kann er auch richtig arbeiten. Der blöde Arsch, ey. Pappnase. So, wo ist denn jetzt mein Drescher?
Oh, da hört man Faktorium im Hintergrund, das läuft gerade so nebenbei. Ich muss ein bisschen ein paar Sachen produzieren. Ja, es ist jetzt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist die Faktorium-Musik, die läuft sowieso, die ist auch kein Problem, wenn man auf YouTube hört. Habt ihr Musik ein bisschen mal ausnahmsweise im Hintergrund? Habt ihr bei mir sonst nie. Gut, ich setze jetzt den Drescher neu an, dann lasse ich es aber auch gut sein. Gut, mehr haben wir jetzt nicht. Was ich jetzt wieder neu machen muss, ist natürlich den Fritz mit den Digestaten. Also ich muss wieder den Typen oben mir, unten den Xerion mir holen. Muss das nochmal probieren. Vielleicht speichere ich vorher lieber, Zwischenspeicherung. Und bring den eben wieder rauf mit dem Fass, mit dem Corte Universal. Hol mir die Gärreste raus, dass die weiterarbeiten kann. Hol dann mit einem leeren Hänger, den ich im Moment gar nicht habe, fällt mir ein, glaube ich, muss mal gucken, die Silage mal langsam raus, dass ich den mit dem anderen Hänger eben komplett die Restsilage reinballern kann. Fang an. Und dann werden wir weiter sehen. Ne? Ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Ja, der ist auch nicht, der Serien ist echt nett, ne? Muss man sagen. Der ist schon schön. Aber ich habe gerade einen Helfer drin, deswegen kann ich nicht mal IC einschalten. Eigentlich schade. Ich weiß nicht, ob der ein Passagierskript hat, bin mir nicht sicher. Ein paar von den Dreschern haben das sogar da oben, wer Klima und alles mögliche. Ist schon, ist nett gemacht. Hier die Bildschirme und so. Ist schon cool gemacht. Durchaus. Also, wir sehen uns auf der Karte noch ein paar Mal. Danach wahrscheinlich noch auch ein paar Mal auf einer Saxonia, denke ich mal. In meinem Urlaub, da kann ich nämlich viel zocken. Ich denke, ich werde erstmal noch ein bisschen auf der Saxonia oder halt der, wenn die andere Karte draußen ist, die gefällt mir eigentlich fast besser, weil sie ein bisschen hügeliger und was. Na, wobei Saxonia war auch nicht so flach. Ja, mal gucken. Ich muss mal beide vergleichen und schauen, welche ich will. Da sehen wir uns noch ein bisschen wieder. Und dann natürlich ab Herbst auch verschärft bei Kettle und Kost mit Sicherheit. Vielleicht auch schon im Monat, je nachdem, wann der echte Early Access jetzt rauskommt. Mit ein paar mehr Fahrzeugen, mit ein paar mehr Geräten, die es gibt, dass man pflügen kann, dass man grubbern kann, dass man ernten kann. Wenn es auch erstmal nur Mais ist, ja. Es wird wohl erstmal nur Mais sein. Silage-Herstellung, Häckselgut. Es ist der Glas Jaguar drin. Ja, so wie es aussieht. Na, schauen wir mal. Also, gerne Like oder Kommentar. Auch wenn es jetzt hier einen saudummen, irgendwie Fehler gab. Hatte ich ja schon einmal. Ich glaube sogar, es war auch während der Aufnahme, witzigerweise. Vielleicht hat es auch noch mit dem Aufnahmeprogramm zu tun. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part. Beim Ernten von Raps und mal schauen, wie viel das denn langsam wird in der Fabrik dann. Dass da mal was geht und dass ich ein bisschen Öl und auch Sprit kriege. Bis dahin. Button Sheet. Und jetzt macht kein Blödsinn hier, ne? Ob da hockt ja eine Schnitte drin oder was? Tatsache, ein Tanktop.